Hi und herzlich willkommen bei Moody Frog. Heute möchte ich mit euch zusammen so eine kleine Pumphose für Babys nähen. Wir sind vor 5 Monaten Oma und Opa geworden und da bietet sich das an. Und meine Schwiegertochter hat mich gefragt, ob ich ihr sowas auch mal nähen kann. Da habe ich gedacht, klar, mache ich und mache dann auch gleichzeitig ein Video davon. Und genäht ist die Hose unheimlich schnell. Es ist ein unheimlich einfaches Projekt. Also das Schnittmuster, das verlinke ich euch in der Infobox. Und zwar könnt ihr die Hose dann nähen in der Größe 56 bis 98. So, jetzt zeige ich euch, wie schnell ihr euch so eine Hose nähen könnt. Zuallererst druckt ihr euch das Schnittmuster aus, klebt es zusammen und schneidet anhand des Schnittmusters euch dann die Stoffe zurecht. Und zwar braucht ihr zweimal Stoff für die Beine. Ich habe Jersey-Stoff genommen. Und dann braucht ihr Bündchenstoff, was ihr euch dann auch zurechtschneidet. Zuallererst fangen wir mit den Bündchen an, und zwar mit den Fußbündchen. Die legen wir uns der Länge nach dann vor uns hin, legen die rechts auf rechts aufeinander. So haben wir jetzt dann hier die kurzen Seiten und hier ist die lange Seite. Das lässt sich auch nicht dehnen, da müsst ihr drauf achten. Es lässt sich nur so dehnen. Jetzt nehmen wir die Bündchen einmal füßchenbreit zusammen. Ich nehme die Fadenlänge 2,5. Das mache ich mit den Beinen und für den Bauch. So, die Bündchen habe ich jetzt genäht und ihr müsst darauf achten, dass die so nicht dehnbar sind, sondern so die Bündchen. Denn die werden jetzt noch übereinander geschlagen und das sind dann hier unten die Bündchen. Und genau das gleiche habe ich auch mit dem Bündchen für den Bauch gemacht. Der muss so dehnbar sein, weil der kommt nachher hierhin. Und zwar müssen wir den dann auch gleich einmal umschlagen, aber vorher müssen wir die Bündchen einmal bügeln. Und das machen wir jetzt. Und zwar schlagen wir uns die Bündchen jetzt einmal so auseinander. Klappen die Naht auseinander und bügeln kurz die Naht einmal und falten jetzt das Bündchen an der Naht nach oben und jetzt wird das Bündchen einfach so umgeschlagen. So, und das Bündchen nähen wir jetzt dann nachher auch dann in die Hose und jetzt müssen wir die für die Füße, für die Beine unten auch noch einmal auseinanderbügeln. Und genauso wie bei dem Bündchen für den Bauch schlagen wir das Bündchen jetzt nach oben, genau Naht auf Naht, und schlagen uns das dann einmal so um. Und hier haben wir dann das Bündchen für die Beine. So, dasselbe mache ich jetzt mit dem anderen auch noch. So, die Bündchen legen wir uns jetzt erstmal an die Seite. So, als nächstes nähen wir uns jetzt die Hose zusammen. Und zwar legen wir uns die Stoffe rechts auf rechts, also schöne Seite aufeinander. Und wir fangen an mit der oberen Seite, also die Seite am Po und vorne am Bauch. So, und beide Seiten, die klammer ich mir jetzt fest. So, ich habe mir jetzt die Bauch- und Po-Seiten zusammengeklammert. Die Beine, die lassen wir noch offen. Und jetzt müssen wir beide Seiten zusammennähen, eigentlich mit einer Overlock, die habe ich nicht, also stelle ich an meiner Nähmaschine mir dafür einen Zickzackstich extra für Jersey ein. Da müsst ihr an eurer Maschine mal gucken, wie ihr das bei euch dann einstellt. Es gibt ja auch Nähmaschinen, die haben so eine Overlock-Funktion und das mache ich jetzt mal eben und dann bin ich gleich wieder da. So, die Hose habe ich jetzt soweit zusammengenäht. Und jetzt müssen wir die Beine zusammennähen. Also legen wir uns jetzt die Hose, hier so die Nähte aufeinander, die wir gerade zusammengenäht haben, die legen wir jetzt hier übereinander.
Und zwar sieht man hier schon, dass hier jetzt dann die Beine sind. Und jetzt müssen wir uns die Hose von einem Bein zum anderen zusammenstecken. Das mache ich jetzt mal eben. Die Hose habe ich jetzt hier an den Beinen einmal zusammengeklammert. Jetzt müssen wir die zusammennähen, genauso wie an den Seiten hier mit der Overlock. Oder ich habe da extra einen Zickzackstich an meiner Nähmaschine. Das mache ich jetzt mal eben und dann bin ich gleich wieder da. So, die Hose habe ich jetzt hier an den Beinen zusammengenäht und jetzt müssen wir die Bündchen noch einarbeiten. Und zwar bleibt die Hose genauso wie sie ist und die Bündchen, die müssen wir hier gleich so dann reinstecken. Aber vorher müssen wir sie noch vorbereiten, damit wir sie auch gut in diese Öffnung bekommen. Und zwar mache ich das immer so, ich habe hier die Nähte und lege mir jetzt mein Bündchen genauso hin und mache mir hier einen kleinen Knips rein, also eine Markierung, aber man kann auch eine Nadel reinstecken, das würde auch gehen. Hier habe ich ja schon die Naht. Dann falte ich mir das einmal auseinander und falte mir das genau hier auf den Knips und die Naht und knipse mir dann rechts und links einmal eine Markierung. So, und jetzt müssen wir uns die gleichen Markierungen auch am Hosenbein eben machen. Also legen wir hier haben wir unsere Naht, jetzt legen wir uns das Hosenbein, die beiden Stoffe aufeinander, knipsen dann einmal kurz hier rein und dann ziehen wir uns den Stoff so auseinander. Hier haben wir ja diese Einkerbung jetzt, die lege ich hier genau auf die Naht und habe dann hier rechts und links die gleiche Länge, knips mir das hier auch einmal kurz ein, auf der anderen Seite dann auch und dann können wir schon das Bündchen hier ins Hosenbein stecken. Hier haben wir ja die Nähte, die legen wir genau auch auf die Beinnaht, klammern wir uns fest oder stecken fest und jetzt habe ich ja hier die Markierung. Und diese Markierung lege ich genau auf die gegenüberliegende Markierung, stecke mir das fest. Und genauso habe ich jetzt an den anderen beiden Seiten auch. Ich habe hier meine Markierung und auch am Hosenbein die Markierung. Das lege ich jetzt auch genau aufeinander. Klammer mir das auch fest. Genauso mache ich das auf der anderen Seite. Hier sind wieder meine Einkerbung und dasselbe habe ich ja auch am Hosenbein. Das lege ich auch wieder genau aufeinander, knipse mir das fest. Jetzt kann ich mir das hier auseinanderziehen und kann mir das feststecken oder festklammern. Ich mache mir zwei Klammern rein. Jetzt habe ich mein Bündchen einmal festgeklammert und jetzt nähe ich das einmal fest, also Füßchen breit, nähe ich das fest. Auch wenn ihr eine Overlock habt mit einer Overlock, ich mache es mit meinem Zickzackstich und das mache ich jetzt mal eben. Und unter der Maschine müsst ihr den Stoff dann immer ziehen. Das Bündchen zieht sich mit und näht dann einfach hier die Naht ganz normal einfach lang. Das mache ich eben, dann bin ich gleich wieder da. So, die Hosenbündchen habe ich jetzt schon eingenäht und jetzt kommen wir zu dem Bauchbündchen. Und zwar müssen wir das jetzt ein bisschen darauf achten, dass wir die Naht von dem Bündchen am Rücken anbringen. Und zwar legen wir uns die Hose so hin und sehen jetzt hier, das Rückenteil steht ein bisschen über. Also kommt auch hier hinten die Naht von dem Bündchen dann dran. So, und mit dem Bündchen vom Bauch verfahren wir genauso wie mit bei den Beinen. Wir hier brauchen wir nicht knipsen, hier haben wir ja die Nähte, da wissen wir, wo die Mitte ist. Also legen wir uns die Stoffe jetzt hier dann wieder Naht auf Naht und schneiden uns hier in der Ecke dann einmal einen kleinen Knips.
Und das machen wir auf der anderen Seite dann genauso. Die Nähte aufeinander, ziehen den Stoff auseinander und nähen uns hier dann einen kleinen Knips. Dasselbe machen wir dann mit dem Bündchen. Hier legen wir dann auch wieder von der Naht einmal das Bündchen übereinander und knipsen uns hier dann eine Markierung. Und diesen Knips, die Markierung, legen wir uns jetzt genau hier auf die beiden Nähte. Dann haben wir hier auch dann schon die Stoffe übereinander, dass wir uns hier eine Markierung schneiden können und hier auf der gegenüberliegenden Seite dann auch. Und dann machen wir das genauso wie bei den Füßen. Wir legen uns das Bündchen in die Hose und achten jetzt darauf, dass wir die Naht genau hinten haben. Da stecken wir uns das Bündchen jetzt fest. Das mache ich dann auch hier mit der Markierung. Das stecke ich mir dann auch hier vorne fest an der Naht. Und hier habe ich ja dann auch die Markierung, so wie hier an der Seite. Die lege ich übereinander, stecke mir das auch fest, also wie bei den Füßen. Und hier dann auf der anderen gegenüberliegenden Seite dann genauso. Markierung auf Markierung stecken. Jetzt stecke ich mir das Bündchen noch einmal richtig fest, nähe es dann fest und dann bin ich gleich wieder da. So, das Bauchbündchen habe ich jetzt auch eingenäht und jetzt können wir die Hose dann auch schon wenden. So, und fertig ist die neue kleine Pumphose für den kleinen Ben. So, hat euch mein Video gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert meinen Kanal. Wenn ihr eine Idee habt, was ich mal hier nähen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.